Hallihallo, hier ist Monika von Stempelpunkt aus Krefeld. Heute möchte ich euch eine Box zeigen mit Frontklappe. Die sieht dann so aus und lässt sich so öffnen. Finde ich ganz pfiffig. Gesehen habe ich sowas bei den Poodles mit anderen Maßen und ich möchte sie so ein bisschen kleiner gestalten. Dazu habe ich die Maße dann verändert. Hier sind noch so ein paar Boxen, die ich schon angefangen habe. Dann fangen wir mal an. Wir brauchen Farbkarton in Gartengrün, in 16,5 cm mal 11,5 cm. Habe ich schon mal zurechtgeschnitten. Und den Falz sind wir auf der langen Seite bei 5 cm. Bei 7,5 cm, bei 12,5 cm und bei 15 cm. Auf der kurzen Seite falzen wir bei 2,5 cm. Beiden Seiten oder eben bei 9 cm nochmal. Hier habe ich die Skizze dazu. Die werde ich auch nochmal auf meinen Blog stellen. Und wir schneiden jetzt auf der breiten Seite hier, auf der 5 cm Seite, dieses Rechteck weg. Das machen wir auf der anderen Seite auch. Und dann schneiden wir hier überall ein. Das werden unsere Laschen. Und deshalb schräge ich die ein bisschen ab. Und jetzt schneide ich hier noch ein Stückchen weg. Das ist schon mal unser Grundgerüst. Und dann brauchen wir Designerpapier. Das habe ich hier gekennzeichnet, wo das überall hinkommt. Und ich habe es mir auch schon mal vorgeschnitten. Einmal sortieren, damit ich gleich alles wiederfinde. Und ich sage euch mal die Maße. 2 mal 4,5 cm mal 6 cm. Das kommt dann hier. 2 mal 4,5 mal 2 cm. Das kommt hier hin. Einmal 6 cm mal 2 cm. Einmal 1 cm mal 6 cm und dann noch diese kleinen Stückchen 1 cm mal 2 cm hierhin. Und das klebe ich jetzt mal auf. Thank you.
So sieht das jetzt aus. Und dann muss ich das falzen. Einmal die Seiten. Und dann auch noch so rum. Und dann bleibt nur noch das Zusammenkleben. Und zwar so, dass die vordere Lasche frei beweglich bleibt. Das heißt, wir kleben dieses Stück hier dran. Dort, Moment, mit Flüssigkleber. Entsprechend auf der anderen Seite. Und jetzt den Deckel noch, ne? Deshalb haben wir hier ein Stückchen abgeschnitten, damit das hier passt. So, das war's schon. Das kann man jetzt zusammenschieben. Da hätten wir die Box. Und dann möchte man ja auch noch so ein bisschen Deko haben. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Wir machen jetzt ein kleines Etikett. Und nehmen dafür das Stempelset, ja, voller Größe. Und das Stempelkissen in Gartengrün. Ich nehme den Spruch für dich. Und da stanze ich mir aus mit der Kreisstanze 1 Inch. Und dann ist es immer ganz schön, wenn man das so ein bisschen rundherum inkt. Ich nehme nochmal mein Stempelkissen. Und so ein kleines Schwämmchen nehme ich dafür. Und dann stanze ich mir noch so einen kleinen Wellenkreis aus mit der 1/8-Inch-Stanze. Heißt auch einfach Wellenkreis. Und zwar brauche ich dafür Farbkarton in Gartengrün. Und das klebe ich mir einfach aufeinander. Dann klebe ich mir das auf mit Amdimensional. Wenn ich das so anbringe, dann hält das Ganze auch noch ein bisschen besser. Kann ich dann so reinschieben. So, wenn das immer noch nicht reicht,
Der kann dann zum Beispiel noch einen kleinen Zweig oder sowas anbringen. So ein bisschen Holzschmuck. Das ist jedem selbst überlassen. So finde ich es ganz gut. Nicht so hoch ansetzen, muss noch ein bisschen trocknen. Ja. Jetzt habe ich vergessen, euch zu sagen, welches Designerpapier ich benutzt habe. Das ist das Designerpapier. Landhausweihnacht ist im neuen Herbst-Winter-Katalog und sieht dann so aus. Hier mit den kleinen Beeren, ein bisschen Blätterblüten. Einmal in Gartengrün und das gleiche dann nochmal auf der Rückseite in Blutrot. Finde ich also wunderschön und ganz vielseitig einsetzbar. Wer möchte, kann auch noch eine Schleife drum machen. So, ist also ganz einfach zu machen. Das macht ihr 0, nichts nach jetzt. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.